So, und herzlich willkommen zurück bei Sunkenland. Wir sind mal wieder hineingebonnen. Ich habe dich gebonnen. Gebonnen? Oh mein Gott, Floki, das ist viel zu lange. Ja, das ist das war noch mit Jaylix bei ja. Borderlands. Borderlands, ja. Oh mein Gott, du hast mich gebonnen. Du hast mich gebonnen. Wild. Da haben wir letztens mit Jaylix erst drüber geredet und er meinte, ja, du musst mal damit um die Ecke kommen, damit wird er gar nicht rechnen. Das ist so, nein, aber das ist so, das ist Nostalgie. So, ja. Wenn ich das höre, du hast mich gebornen. Ey, wir sind da abgeschissen darauf, das ist wirklich... Ich weiß. Ja, meine Lieben, wir sind wieder da, ne, wir sind wieder zurück, so back im Game und so. Ich muss mich hier erstmal umschauen. Ja, wie du. Mach ich. Weil wir haben zwar alles wunderschön eingerichtet, ist alles cool, aber ich kenne mich nicht mehr aus. Was wollten wir eigentlich machen? Das ist jetzt 2 Wochen her. Ja, ja. Also die nächste Quest wäre die Schreckenburg. Ja, habe ich nicht. Willst du mal sagen, was meine nächste Quest ist? Überlebenshandbuch. ich glaube, wir wollten mal dieses... Also das Ding ist, dass wir die Schreckenburg auch noch gar nicht entdeckt haben. Glaube ich. Oh ja, stimmt. Also wäre wahrscheinlich, also für mich wäre mal dieses obere Fragezeichen bei H921V1770. Das ist halt nächste, was wir noch nicht entdeckt haben, wäre, glaube ich, mal so für mich interessant. Dass wir da mal eine Mission hinstarten. Im Norden? Im Norden! Boah, da schießt mir echt die Rotze raus. Im Norden. Minus 315 ist bei mir im Norden. Wo bist du denn? Wo hast du denn das Fragezeichen? Hä? Wenn du... Da ist doch... Also wenn du jetzt von uns aus zu unbekannte Ruinen hüpfst. Nordwestlich. Nordöstlich. Ja. Dann hoch zu Handelsposten. Ja. Dann nach rechts zur Schule und dann einfach straight hoch fliegen würdest. Da ist so ein Fragezeichen. Ja, das ist bei mir H-266, V-2296. Wild, bei mir ist es H-916 und V-1774. Okay, das muss ich mir dann mal bei dir angucken. Ja, guck dir das bei mir an, gell? Gib mir Klicks, Bruder. Klar, ich geb dir immer Klicks, mal zwischendurch. So zwischendurch. Ehrenbrathahn. Okay. Ausgerüstet sind wir gerade maximal, oder? Das, was wir machen können? Ab dieser Aufnahme dürfte auch der Ton vom Spiel nicht mehr so laut sein. Das war ja immens gewesen teilweise. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich habe jetzt auch das erste Mal hier Cam an. Ab jetzt hoffentlich, wenn das so klappt, kommen die Videos auch in einer besseren Qualität. Also nicht vom Moderieren her, sondern... Das wird sich nie bessern. Von der Auflösung her. Ich fände es gut, wenn wir hinsichtlich der Qualität unserer Moderation den Leuten gar keine falschen Hoffnungen machen. Oh, gebratener Wahoo! Wahoo! Ja. Nichts. Was brauche ich? Seile und Ei. Oh Gott, okay. Da, okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns zurecht und dann geht's rund, oder was? Ja, Digga, starten wir. Ja, Digga, ja. Was haben wir für eine Pistole? Du hast die alte Steinschlosspistole, gell? Ja. Wir haben doch aber auch schon mal... Wo habe ich noch mal Waffen? Hier. Ah ja, die Dreifachlaufpistole haben wir auch schon gemacht. Ich habe momentan die Perkussionspistole. Und wir können theoretisch noch die Schrottpistole bauen. Irgendwann. Oh Gott, du siehst so sexy aus, Floki. High Heels, mit den Puma oder Jaguar High Heels und dann noch diesen. Du hast so eine Hose an, die sieht halt aus wie die von Lara Croft. So. Warte mal. Setz mich mal so hin. So, meine Kamera ist jetzt genau über meiner Figur. Ich habe jetzt quasi den Oberkörper und das Gesicht auf meinen Charakter zugeschnitten. Geil, oder? Es ist mega. Ich habe ja auch so eine komische Hose. Ach, das sind diese Kampfknieschoner. Hier, so sieht das aus. Oh mein Gott, die sehen ja schrecklich aus. Geil. Die sehen ja schrecklich aus, diese Kampfknieschoner.
Ja, aber die sind halt gut, ne? Ja, aber sie sehen halt, also ja, egal. Anyways, wollen egal. Wir... Egal, was? Egal, wollen wir direkt los nach Norden? Es ist 16.04 Uhr. Sag mal, wo ist eigentlich Wasser? Ah, hier. In der Küche. In der Küche, Mensch. Mensch, Floki. Warum eigentlich? Warum? Es ist wild, dass wir sowas wie eine Küche haben. Oder? War der erste Raum, den ich gebaut habe. Toll. Ehre. Da mal von. Da ist ja eine Vase drin. Und hier ist noch eine Tür. Mein Gott, wir haben Türen. Und wir haben Fenster. Ja, ja sicher. Aber die gehen nicht auf. Doch. Hallo. Kommt so ein Pfeil durch. Pff. Tot. Guten Morgen, meine Nachbarn. Verpiss dich. Kennst du das? Ist aber auf Englisch, ne? Das Original. Ja, der Prinz von Zamunda. Ja. Guten Morgen, meine Nachbarn. Verpiss dich. So gut. Ich glaube, ich bin ready. Okay, dann lasse ich das jetzt. Weißt du, woran du erkennen kannst, dass ich ready bin? Ich traue es mich gerade eigentlich nicht zu fragen, aber woran, Floki, erzähl's mir. Guck mich mal an. Was ist dir denn jetzt, was hat sich denn geändert an mir? Soll ich dir nochmal einen Tipp geben? Ja. So sehe ich aus, wenn ich nicht ready bin. Ich gehe einfach ins Boot. Das ist ja bodenlos. Das ist hodenlos. welches Boot nehmen wir denn? Ja, ist schon ein Stück weg. Darf ich erwähnen, dass ich keine Muni mehr habe? Ja. Aber es wundert mich auch nicht. Haben wir noch Steinschloss-Munition? Also ich sag dir ganz ehrlich, jemand, der die ganze Zeit am Verhungern ist, da wundert es mich nicht, dass er die Munition nicht im Blick hat. Alter, hier ist ja doch alles voll in dem Schiff. Floki, dein Schiff ist doch voll mit Scheißdreck. Ja, ich glaube, wir haben dann einfach ausgemacht. I don't know. Ja, oder du hast es mal wieder vercheckt. Nein, das kann gar nicht sein. Hör doch mal auf damit. Jetzt muss ich diesen Müll hier aufräumen. Ja, mach doch mal. Ist ja eh gerade nichts zu tun. Hey, du hast eine Atemschutzmaske. Wieso sagst du mir das nicht? Ich habe eine Atemschutzmaske. Warum tue ich mir das immer wieder an? Immer wieder. Ja, jetzt wird's eh Nacht. Jetzt können wir halt nicht los, gell? Ja, können wir schon. Ja, wir verrecken doch. Sag mal, was kommt denn da für eine Munition rein in die Steinschlosspistole? Das steht immer dabei, du musst drüber fahren mit dem Zeiger und dann zeigt er dir das an. Schwarzpulver. Hm. Schwefel und Holzkohle. Diggi, was? Ich glaube, davon haben wir gar nichts mehr, gar nichts. Boah, Schwefel haben wir, glaube ich, keinen mehr. Holzkohle haben wir allmas. Holzkohle werden wir nie schaffen, dass es ausgeht. Let's ride. Aber Schwarzpulver habe ich dabei. Also hier ist noch Schwarzpulver drin, tatsächlich. Okay. Ja, good talk. Aber warte mal. Ich glaube, ich habe gerade. Ja. Ne. Schwarzpulvermunition. Elektrische Teile brauchen wir halt, gell? Das wäre, glaube ich, so am wichtigsten. Ja, ich glaube, wir brauchen noch so einiges. Und Metallschrott. Okay, mache ich mir das mal zurecht. Die Weisheit zum Sonntag. Ich glaube, wir brauchen Schwarzpulver. Dürfen. Ja, wir brauchen einiges. Ja, wird man aber noch sagen dürfen. So, Odin, spar dir deine Weisheiten, du Depp. Uiuiuiui. Und mehr will ich erstmal nicht machen? Was? Ich habe gesagt, dass ich erstmal nicht mehr machen werde. Moment. Was, Moment? Mir ist es erst sehr spät aufgefallen, Floki, aber ich bin was? Wirklich einer dieser Menschen, die Gnaden... Hast du das gehört? Was? Hey, wird doch geschossen. Ja. Und wie? What the fuck? Jetzt kommt die. Jetzt sind sie da. Oh, ja, aber wo schießen die denn hin, und Alter? Und mit was für einer Gewalt schießen die bitte?
Wo schießt... Wo wird denn hin... Alter, die schießen doch Richtung Radiosenderinsel. Wo sind die denn? Ich sehe die gar nicht. Oh, ja, 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 da unten, da unten. Alter, oh! Was ist denn hier los? Warte mal, ich hab doch meinen Helm auf, ne? Wie war das? Okay. Oh, geil! Das Licht ist ja mega. Ja, ich bin aber auch gleich einer tot, ist tot, ne? Ja, ich auch. Wir haben wir haben Verbände und alles, gell? Und Antibiotika haben wir auch. Wir haben so... Also, sterben ist echt unnötig. Zwei sind tot. Wo haben wir die denn hingepackt? Die ist in der Truhe mit der Ente drauf. Okay, da weiß ich, wo die ist. Da kenne ich dich aus. Kartoffel, ne? Was? Oh, Alter, jetzt hat der mir auch eine gegeben. Okay, drei sind tot. Nein, ich hab keine Scheiße. Oh, was ist keine Scheiße? Was ist denn los? Ich hab keine Muni mehr. Für die Armbrust. Oh, lecko mio. Wo ist Metallschrott nochmal? Hier. Aber die schießen nicht. Auf was schießen die? Ist mir egal, die wollen uns ans Zuckerli. Er steht mit dem Rücken zu mir. Ich weiß nicht, auf was der schießt. Zwei sind tot. Nee, boah, hast du zwei gekillt? Ja, ja. Okay, dann sind mindestens schon fünf tot. Okay. Ja, zwei sind tot. Einer ist ins Wasser, oder? Ja, ja, der steht da hinten. Der schimpft da. Der schwamm halt. Der schwamm halt, Digga. Boah, den hab ich schön getroffen. Jawohl. Weg vom Fenster. Ist durch, oder? Nee, nee, rechts, schießt rechts, rechts, rechts. Oh ja, sehen. Ah, du hast ihn, oder? Ja. Aber unten ist noch einer. Im Zelt irgendwo. Da unten. Ja. Zwei noch, oder? Ja, ja im Busch. Im Busch, im Gebüsch. Oh! Bist du tot? Ja, du bist tot. Alter! Ich hab nur gesehen, wie dein Name runtergeflogen ist. Okay. Sag mal, die Angriffe werden auch immer gröber. Boah, der bewegt sich die ganze Zeit, ich krieg den nicht. Oh, mein ganzes Zeug liegt unten. Weißt du was? Egal. Mach den Barbaren wie immer. Komm her, du Drecksack. Erschieß mich doch. Er geht wieder voll. Er hat mich erschossen. Er geht wieder voll rein, oder, Freunde? Ah! Ja, mein ganzes Zeug liegt unten. Ich habe keine Muni. Was soll ich machen? Schwammel sie weg. Ja, 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 ja. Während ja. Ich hier schon mal loote. Ach ja. Der Herr lootet, während ich hier krepiere. Mhm. Hä? Das ist doch unsere Koexistenz. Oh, hier sind zwei mit Waffen. Komm her. Komm her. Komm her. Nicht schießen. Nicht schießen. Ah, du hast sie, oder? Oh mein Gott. Ja, ich hab sie. Ihre. Puh, okay. Wahoo. Wahoo. Okay, die haben uns aber viel Schwarzpulver da gelassen. Ja. Okay, cool. Oh, ja. Nice. Hast du die da hingebaut, diese Stacheldraht? Nee. Doch. Stark. Also es ist zwar an einer sinnlosen Stelle, aber es sieht cool aus. Naja, nee, pass auf. Die habe ich da hingestellt, weil ich Angst habe, dass die irgendwann... das Gerüst angreifen, weißt du? Machen Sie und das und nicht da eh? Dann diese Ecke kaputt geht. Deswegen habe ich da den Stacheldraht platziert. Okay. Mhm. Okay. Ich brauche... Wo ist die Rüstungsdings hier? Floki, es geht nicht immer nur ich. Doch, Mann. Ich brauche das jetzt aber. Ich brauche das jetzt, Alter. Ich brauche das, Digga. Gib mir mehr davon. Das. Ich hab mir jetzt die Packung Antibiotika gegönnt. Die letzte? Alle. Du hast dir das Antibiotika genommen? Ja, alle. Aber das ist doch nicht die letzte gewesen, oder? Ja, aber ich habe alle genommen. Hör mir doch mal zu. Ja, ist ja in Ordnung. Ich habe ja noch genug. Mann, nicht mal verarschen kann man ihn.
Ja, meinst du, du bringst mich mit so einem Drecksgelaber aus der Ruhe, oder was? Also Floki, die wievielte Folge ist das jetzt, die wir zusammen machen? Dass du ein alter Wurschtkopf bist, wissen wir alle. Drei. So, ja, Kartoffelernte hier, so wie in Deutschland, schön. Was? Aha. Jetzt würde dich mal der Kommentar zu Baumwolle interessieren. Oh! Darf er das? Du legst schon wieder so los wie das letzte Mal. So, die Beschwerden werden noch kommen. Ja, okay. Für deine Ungehobeltheit. Also ich rede nicht von deiner Angewohnheit, viel zu hobeln, sondern, ne? Ich bin der Tischler. Da muss man viel hobeln. Ich bin ein Tischler. Oh, es wird schon langsam hell. Ich denke, wir können bald los, Master Mike. Ja. Ja. Wahoo. Hast du, Floki, einfach, also ich fühle mich manchmal wie so eine Mutter, aber hast du genug zu essen? Ja. Gut. Ja. Denkst du, ich bin lebensunfähig? Ja. Du hast es mehrfach bewiesen. So, ich denke auch nicht, dass wir darüber noch diskutieren brauchen. Die Baumwolle fertig? Nee, ne? Da kann man dann F drücken oder so, wenn das fertig ist, ne? Ja. Genau. Dann ist es noch nicht fertig. Wofür brauchen wir die eigentlich? Ich glaube, dass man da eigentlich nur Seil draus machen kann, oder? Oder Stoff, und aus Stoff kann man Seil machen. Hm. Es ist ja... Ja, genau, du kannst... Aus 4 Baumwolle machst du einen Stoff. Und wo ist jetzt Seil? Und aus 2 Stoff machst du ein Seil. Also, ich finde es jetzt nicht schlecht, da ein bisschen was davon zu haben. Oh, scheiße, meine Rüstung ist fast im Arsch. Ist im Arsch. Ja, mach das mal, mach das ja, mal. Aber beste Leben, dass man das einfach umsonst machen kann. Sag mal, Floki, kannst du dir angewöhnen, das Wasser aufzufüllen, wenn du es komplett aussäufst? Nein, ich dachte's mir. Warum? Schau dich nicht so dumm an. Sollen wir mit 2 Schiffen fahren? Einfach, damit wir mehr Ladefracht haben. Ich weiß nicht, was da oben ist, weißt du? Also wollen wir nicht mit dem Motorboot fahren, sondern mit dem Segelschiff. Weißt du was, weil ich ein guter Mensch bin, würde ich einfach sagen, fahr vor mit deinem Motorboot und ich komme nach. Aha. Ich segel hinterher, weil ich ja doch eher dann, weißt du, ja eigentlich bist du Floki, der Schiffsbauer. Aber du bist von Haus aus ein Bauer, es macht keinen Unterschied von daher. Ich heiße auch so. Floki Bauer? Ja. Wild. Tschüss! Tschüss! Wenn mir das Benzin leer geht, dann bleibe ich einfach stehen. Oh Gott, ich habe Angst um unser Boot. Ja, ich auch. Nice. So, setz die Siegel. Auf! Oh, ich find's immer wenn ich wieder hier bin, bin ich wirklich begeistert von der Grafik. Ja. Es gefällt. Hm. Boah, ich habe gestern eine Aufnahme gemacht, Floki. Zu einem Indie-Spiel. Ich hätte fast geheult. Also for real. Ja, ich habe gesehen, dass du was Neues gespielt hast. Habe ich gleich mal gestalkt, was das ist. Ehre. Ja, ich habe so einen, also es gibt so einen Indie-Entwickler, der heißt Tongut Spodur. Und der hat irgendwie mittlerweile schon 24 so Walking Simulator, so kurze. Und immer wieder, wenn ich sage, hey, ich will ein Spiel haben, das nur so 3 bis maximal 9 Folgen hat, dann spiele ich ein Spiel von dem. Und das letzte, das ich gezockt habe, war Bottle Pilgrim Redux und ich hätte fast geflennt. Also es war krass. Ja. Ja, aber auf dem Trip bin ich auch. Ich spiele lieb gerne kurze Games, aber mit großen kann ich da nicht wirklich momentan was anfangen. Ja, ich merke es halt jetzt auch, obwohl ich Oblivion liebe, aber ich merke halt so, ich gehe auf Folge 300 hin. Jetzt habe ich bald in einem Jahr diesen Slot mit dem gleichen Spiel, weißt du? Hm. Das ist die Basis der Plünderer. Ja. Hast du schon jemanden gesehen? Ja. Ist da auch ein Ding? Warum ist da kein Bauplan? Wild. Ja, weil die vielleicht Lowbobs sind oder so. Keine Ahnung. Da stehen Lowbobs. 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 Gut, ich... Ja, greif mal an, oder? Auf. Probieren wir es mal. Oh. Ich hätte Antibiotika mitnehmen können. Okay. Das war ich. Vorsicht, der ist direkt. Boah, da sind 3. Ach du Kacke. Ach, da hocken 3 hintereinander. Ey, weißt du, was wir. Warum nehmen wir eigentlich nie Granaten mit? Ich hab eine.
Hast du Verbände? Nein, was frage ich dich eigentlich? Hab ich auch bei. Ich glaube, ich habe nur einen leider getroffen. Hier ist doch ein, Ding. Ein, du weißt schon. Oben ist Bauplan? Ein... Bauplan? Ja. Ah ja, da, Tatsache. Ja, crazy. Hast du schon jemanden gekillt schon, gell? Ich komme leider von der anderen Seite nicht hoch. Ich wollte mich da jetzt anschleichen. Ja, ist schwierig, ist schwierig. Ich habe leider nicht an Medizin gedacht. Das Einzige, was ich diesmal nicht gedacht habe. Nee, Alter, ich habe ein Aim wie ein Blinder. Meine Granate hat auch nur einen getroffen, leider. Aber ist doch arschgefährlich, da den Kopf hochzustrecken, weil dann kriegst du direkt drei Kugeln ab, ne? Ja. Oh mein Gott. Und runter kommen die halt nicht. Mm-mm. Ja, dumm sind sie nicht. Hast du die Granate mal genutzt? Ja, gerade eben, vorhin. Hast du einen Kill gemacht? Einen. Oh ja, immerhin. Wow. Oh ja. Alter, oh, das ja, hat wehgetan, aber ich hab einen perfetto, weggehauen. Perfetto. Boah, das hat richtig wehgetan. Ja. Wie dein Leben. Okay. Was? Oh, jetzt blutet die schon wieder. Ich muss mich kurz erholen hier unten. Ja. Ja. Ich rein theoretisch auch. Ja, dann. Hast du Antibiotika dabei? Ja, warte kurz. Ich habe meine Kräutermedizin schon aufgebraucht, weil ich direkt oben drei, vier Schuss abbekommen habe. Ich weiß nicht, wo das manchmal herkommt, ne? Es ist was? Ja. Gerade eben der Kommentar von mir. Ich hab den gerade ohne Scheiß nicht realisiert. Ich war so fixiert drauf, nicht zu verrecken, dass ich null mitbekomme, was du gesagt hast, Junge. Also erzähl mir, was du möchtest. Ich bin gerade nicht anwesend. Ich bin auch gerade, warte, ich bin gerade hochkonzentriert. Hä? Wie konnte ich den nicht treffen? Das macht überhaupt keinen Sinn, Digga. Ja, der stand bei mir, stand hier auch einer direkt oben. Ich hab draufgehalten. Es war vielleicht 2 Meter Abstand. Nicht getroffen. Oh, Alter. Hä? Ach, das bist Vorsicht, du. Vorsicht, Vorsicht. Oh, Junge. Jetzt weiß ich, wie die Plünderer sich fühlen, die uns angreifen. Oh, Scheiße, jetzt habe ich eine Blutung. Ja, jetzt geht's los hier. Boah. Ja, es ist halt sterben. Es ist. Hä? Mann, wie kann ich denn. Junge, treff doch mal, Alter. Was ist denn da los? Das ist gerade echt wild. Und du kommst halt nur von. Die haben das smart gebaut hier. Also, du kommst halt nur von einer Seite. Oh, du hast jetzt aber aufgeräumt da oben. Kannst du hochgehen? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da steht einer mit Armbrust. Schaffst du es hoch? Ja, natürlich schafft er das aus dem Winkel. Ähnlicher Penner. Warte mal kurz. So unfair manchmal. So unfair. Okay. Okay. Aber es sind noch welche da, gell? Ja. Weiter oben, weiter oben. Denk auch ans Looten, weil die haben manchmal auch Medizin und so dabei. Ups. Mhm. Oh, was ist jetzt? Ah, da ist er. Vorne. Mann, wie kann. Treff den. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh ja. Ich geh in Nahkampf, scheiß drauf. Ja, ich hab auch keinen Bock mehr, echt. Nein! The Loot! Luki, ich bin kurz unten. Ja. Ich komm gleich hoch. Ja, irgendwie funzt es heute aber auch noch nicht so wirklich, ne? Okay, irgendwer ist. Ah, du killst gerade jemanden? Ja, der. Ich schau mal kurz. Oh mein Gott, pass bloß auf! Was ist los? Was ist passiert? Oh, da standen 2 in der Ecke mit Knarren und haben gewartet. Es sind 2 in der zweiten Ebene. Sind 2 Leute. Die rennen jetzt auch frei rum. Ach du Kacke. Oh Gott! Da war einer mit einer Machete. Ich bin weit weg, aber ich komme angeschwammelt. Angeschwammelt, komm bitte angeschwammelt, ja. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Das nächste Update, es gibt jetzt ein Experimental Update, beinhaltet grüne Energie und Wetter. Grüne Energie? Ja, Solarenergie und Co. Oh, okay, das klingt wirklich spannend. Das ist mega geil, freu mich drauf. Ja, ich mich auch. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass wir wieder neu anfangen. Aua, müssen, aua, weißt du? Aua, aua. Oh, verdammte Scheiße, wo war der? Oh, Jesus fucking Tap Dancing Christ, wo war denn der jetzt? Was hat übelst wehgetan?
Solange es nicht Jesus Lap Dancing Christ ist, ist ja alles gut. Jesus Lap Dancing Christ. Oh, ich habe ihn geheadshottet. Geiler Typ. Kann ich hoch? Kann ich hoch? Oder sterbe ich? Nee, es geht. Okay, wir haben auf jeden Fall schon gut Beute gemacht, aber... Ja, wir haben das halt macht, nicht, das macht keinen Sinn, Digga. Ich habe nur seine fucking Bumsfresse in meinem Fadenkreuz. Oh, jetzt kommen die Nahkämpfer angerumpelt. Oh, ist das schlecht. Odin, was du da machst, ist einfach nur schlecht. Ah, wir sind doch nicht so warm geworden, ne? Das ist, nee. Oh mein Gott, hier ist direkt einer unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist er, wo ist er? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm her, ich spieß dich auf ohne Scheiß wie eine fucking Sardelle. Wo ist der? Easy. Wie sieht's bei dir unten aus? Keine Ahnung, ich sterbe wahrscheinlich gleich wieder. Oh fuck, warte, ich komm runter. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Du bist tot? Bin tot. Scheiße. Ja, die zwei Typen mit den Knarren sind halt noch da, ne? Dagegen hab ich nichts. Wenn ich keine Muni hab, dann kann ich gegen die leider nicht viel tun. Ich komm wieder angeschwammelt. Mhm. Also oben ist gecleant. Es sind nur noch diese zwei Typen da unten, oder? Ja, und die müssen sterben, weil, solange ich halt da bin und probiere, da irgendwie an meine Sachen zu kommen und die schießen mir direkt in den Rücken, ist es halt... aber die sind ziemlich angekratzt, das heißt, die dürftest du relativ schnell umlegen können. Ich treffe halt absolut nichts, das ist das Bittere. Ja, daran müssen die echt arbeiten. Am Aim. Oder an der Hitbox, je nachdem, I don't know. Das ist Wahnsinn. Also ich hab's Gefühl, dass der im Fadenkreuz ist, aber ich treffe ihn halt nicht, gell? Ja, wir haben auch noch ziemliche Lobob-Waffen, ne? Also es kann auch sein, dass es einfach verzieht. Aber wenn man halt direkt vor dem steht und dann schießt. Ja. Und trotzdem nicht trifft. Ey, vorher hab ich den. Sein ganzer Kopf hat mein Fadenkreuz ausgefüllt. Pass auf. Achso, das warst du gerade, glaube ich. Oh, Digga. Ich hab da jemanden rumschleichen sehen. Okay, eines tot. Ja. Oh ja, hier ist der andere. Oh nein, das kann doch nicht sein. Wo ist die? Wo ist die denn? Alter, ich raste komplett aus. Ich hab die nicht gesehen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hä? Ich hab keine Ausdauer mehr. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Alter, was ist das für eine Waffe? Tot. Hä? Mein Spear hat gar nichts gemacht, aber Ding hat dann geregelt. Ach, das bist du, das sind deine Sachen. Oh nein, ich bin aus Versehen zu Hause gespawnt. Okay. Boah, da haben wir uns nicht mit rumbekleckert, du. Das lief schon mal anders. Ja. Vor allem ist es ja ein riesiger Weg hier zum Hinschwimmen, weil rein theoretisch, wenn ich jetzt mit dem Schiff angeschwammelt komme, kann ich mit einer Sache nur zurückfahren. Ja, stimmt. Nee, das geht nicht, Digga. Also muss ich schwimmen. Ja. Das sind die traurigen Fakten, Floki. Kannst du mich mit dem Motorboot abholen? Ach nee, hau da bloß nicht ab. Ja, ich trau mich gerade nicht. Ich guck mal. Wir sind doch schon bei 30 Minuten. Willst du abmoderieren? Sollen wir abmoderieren oder sollen wir einfach die Stunde fertig machen? Ich würde diesen halben Stunde-Zyklus gerne beibehalten, was war für einen Schnitt sehr angenehm. Okay. Ja. Also wir moderieren dann quasi ab. Genau. Okay. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Ich probiere es irgendwie okay. Hinzukommen, irgendwie hinzuschwimmen. Ja, so kampftechnisch gesehen, können wir uns, glaube ich, nicht so mit Ruhm bekleckern heute. Nee, also nicht nach der Nummer gerade. Das war traurig. Ja, ziemlich. Ja, aber ich freue mich aufs
aufs nächste Mal und da wird der Lachs laufen. Ja, safe. Was? Okay, ja, safe. Er wird laufen lernen. Ja, geil. Der Lachs wird laufen lernen. Evolution, Digga. Ja. Geil. Dann alles klar. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.